Recht herzlich willkommen zur 60. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal Probleme hier oben. Stau, ne? An der Brücke oder Abfahrt hier. Da, sieht nicht gut aus. Hat sich auch nichts geändert, sieht immer noch schlecht aus. Und hier stehen sie auch, glaube ich, oder sind das parkende Autos? Ne, das sind, glaube ich, parkende Autos, ne? Kann man in den Häuserschlucht reingucken? Ne, das sind hier parkende Autos, alles gut. So, da sieht's alles prima aus. Die parken da auch alle, aber hier sieht's schon wieder schlecht aus. Ist aber schon vierspurig. Hier auf der Brücke staut sich's noch zurück. Ja, wenn das aber, warum wird das denn nur einspurig benutzt, wenn das vierspurig ist? Na, weil die da alle links wollen dann, ne? Ja, alles klar. Diese Spur ist nur für Rechtsabbieger gedacht, die ist für Linksabbieger gedacht. Dumm gelaufen, ne? Können wir die denn auf sechsspurig ausbauen? Gucken. Straße, sechsspurig, hin und her. Upgraden. Das ist mit dem Ausrufezeichen, oder? Aber das müsste sogar gehen. Okay. Das sieht doch gut aus dann, oder? Ja. Dann machen wir das doch so, oder? Ja, die freuen sich nicht gerade hier dran wohnen, aber was wollen wir da machen? Es wird trotzdem hier nur einspurig abgebogen, obwohl zweispurig möglich ist, ne? Komisch. Ja, was wollen wir machen? Reißverschlussverfahren haben sie auch nie drauf. Schicksal. Ja, hier wird auch genauso nur einspurig abgebogen. Ja, egal. Können wir jetzt nicht ändern, ne? Und hier sieht es gut aus. Da muss noch ein Haus abgerissen werden. Na, das war leider nicht das Richtige. Okay, Pech gehabt. War noch was? Ja, was war da gerade? Wasserknappheit? Ein Müllproblem. Oh, was ist hier los? Hier stehen sie Schlange. Na super. Da auch. Also hier ist wohl nur Krankenwagen zu Hause oder sowas, ne? Können wir upgraden? Könnten wir. Da geht's nicht. Ist das hier? Keine Ahnung. Ah, da ist ein Friedhof. Das geht deswegen nicht. Warum es hier nicht geht, weiß ich jetzt nicht. Da geht's. Da geht's auch. Da geht's nicht, weil hier irgendwelche städtischen Gebäude sind. Das geht aber alles. Das machen wir auch. Ja, komm, das ist hier so wie eine Hauptstraße, ne? Ja, und die hat man ja schon gebaut, ne? Das ist einer. Achso, da ist das Krankenhaus, deswegen geht das da noch. Alles klar. Aber warte mal, das können wir ja verschieben, das Krankenhaus, oder? Ja, dann kommt das ab sofort dahin. Naja, nicht ganz getroffen, aber okay. Hier weiter. Die Hochhäuser müssen dann zwar alle wegweichen, aber die werden dann neu gebaut und brauchen uns gar keine mehr. Oder später, ne? Da geht's wieder nicht. Gut, haben wir aber schon bis dahin überall geschafft. Wo war jetzt noch ein Problem? Hier. Gut, dann müssen wir das auch verschieben. Machen wir das da. Das war jetzt nicht richtig.
das Budget oder so. Machen wir da rein. So, und dann können wir da aufrüsten. Jetzt passt's. Und hier unten, achso, da war das mit dem Friedhof. Ja, müssen wir den Friedhof verschieben, aber das geht nicht. Also der muss bestimmt leer sein, um ihn zu verschieben. 189, also keine Aufnahmen. Gebäude leert sich. Da müssen wir ein bisschen warten für. Ja, aber im Großen und Ganzen sieht's gut aus, finde ich. Leiharbeiter sind genug da, die Ungelernten. Hier Müllproblem überall. Das heißt, wir machen vielleicht diese Straße hier ein bisschen länger. Eine sechsspurige. Mit Bäumen am Rand, ne? So, passt. Und dann machen wir da ein Müllgebäude hin, ne? Ist das denn hier auch noch so? Naja. Die wollen wir jetzt nicht hier haben. Passt. Wunderbar. So, dann sollte hier vielleicht das Müllproblem auf Dauer auch gelöst sein. Also will ich hoffen, ne? Müsste aber klappen, weil die fahren doch jetzt hoffentlich dahin, ne? Ja, Linksabbieger geradeaus fahren auch welche. Obwohl das Müllproblem ja wahrscheinlich mehr hier ist, wieder oben. Die fahren noch weiter. Und fahren dann noch weiter. Und sollten eigentlich vielleicht besser hier abbiegen, weil hier sind die Müllprobleme, aber das ist wohl nicht so relevant. Wie soll man das jetzt nennen? Mülltourismus, Kilometer weit. Okay, es sind ja mehrere Müllwagen, da fährt jetzt glaube ich auch einer ab. Um wahrscheinlich hier die Problematiken zu lösen, ne? Da kommen Müllwagen. So, das ist gelöst, das Problem. Ja, siehst du, da fahren die Müllwagen jetzt passend durch. Ja, das ist gut, also. Gut, hier mit dem Feuer sieht nicht gut aus. Aber Feuerwehr vor Ort, oder was? Eine Ambulanz. Feuerwehr selber ist noch nicht da. Ja, ist hier unten, aber weiß nicht, warum die da nicht hinfahren. Keine Ahnung. Oder ist das ein Krankenhaus? Ne, Feuerwache, ne? Komisch. Ja, müssen wir da eine dicke Straße noch. Aber, hm. Ja, ich mach's jetzt gerade einfach mal hier durchziehen, ne? Reicht jetzt. Okay. Da hinten brennt es auch. Läuft. Gut. Müll wird jetzt auch benutzt. Na, hier ist immer noch keine Ahnung, warum und da auch. Und hier gibt es auch noch genug Müllprobleme. Auch sehr schön, ne? Also, ja. 125 sind dann noch zu Hause. Naja. Wird hoffentlich dann irgendwann auch sich ändern. Geld spielt momentan nicht so eine Rolle, da haben wir genug von. Gebäude leert sich, ne, 21% voll. 26% voll, 98%. Ja, dann müssen wir schon mal wieder leer machen. Da ist ein Friedhof und das auch. Okay, lassen wir erstmal so. Hier war irgendwo auch noch einer. Leert sich. Und hier unten. Voll. Kein Platz mehr. Ja, Probleme. Ja. Hier unten rechts ist noch eins. Leert sich. Und hier unten. Leert sich. Kein Platz mehr. Nur leer machen. Ist auch gleich voll. Auch schön. Da reichlich. Kein Platz mehr. Fertig.
Können wir wieder voll machen. Umgedreht. Passt. Hier ist noch einer. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Räumung beendet. Schön. Dann können die da auch wieder Müll reinmachen. Hier hinten sind noch Müllplätze. Beendet. Fertig. 64% voll. Da können wir überall mit leben. Ja, hier ist noch alles gut. Da waren wir. Da oben gibt es keine. Hier haben wir. Die haben wir, glaube ich, auch, oder? Ja, das war der 21er. Den kenne ich jetzt noch genau. Hier sind noch welche. 40% voll. 75% voll. Lernen sich aber beide. Auch schön. Hier haben wir noch Müll. 69% voll. Ist keins weiter da. Ja, der ist hier gegenüber. 56% voll. Ja, die haben wir neu angelegt. Die können ja eigentlich noch nicht so voll sein, ne? Genau. Wie weit ist der Friedhof? Da liegen noch 95. Haben wir die schon? 100% voll. Gut. Läuft. Oder auch nicht. Gut. Ja. Da werden die Toten nicht abtransportiert. Okay, wir haben den einen Friedhof jetzt zugemacht. Damit wir die denen verschieben können. Ja, und die Straße ist nämlich voll überlegt. Da muss man gucken, dass wir das hinkriegen. Was ist jetzt hier? 102. Jetzt machen wir mal schneller. Werden gar nicht abgeholt, oder was? Das ist echt schade, ne? Pech gehabt. Ja, aber, da müssen wir gucken, das war's in der nächsten Folge hier mit dem Friedhof nochmal beobachten. Aber für diese würde ich sagen, soll es auch genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.